والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Preis Allah, dem Herrn der Welten, um Segen und Frieden mit dem Gesandten Allahs und mit seinen Gefährten und denen, die der Rechtsleitung folgen, allesamt. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, der einzig ist und keinen Teilhaber hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist. Amma ba'd, des Weiteren. Wenn wir über unsere aktuelle Lage nachdenken und es dann kontrastieren, quasi auf die Waage legen, was der Schöpfer subhanahu wa ta'ala über Erfolg sagt, zusätzlich zu dem, was man überhaupt als Erfolg im Ramadan definieren kann, dann kommen wir auf einige spezifische Suren, einige spezifische Stellen zurück. Die Lage ist schwierig. Wir wissen von unserer Lage im Grunde noch nicht sehr viel. Eines allerdings ist klar, dass unsere Lage fremdbestimmt ist. Und zwar auf der einen Seite durch Kräfte, die uns etwas auferlegen. Und das ist nicht Allah und nicht die Natur. Und auf der anderen Seite bestimmt immer auch Allah mit, was wir nicht vergessen dürfen. Alles, was geschieht, ist in irgendeiner Weise ein Teil des göttlichen Plans. So oder so. Es kann nicht anders sein. Und deswegen, weil ich fest überzeugt bin, dass Allah subhanahu wa ta'ala am Ende bestimmt und alles unter Kontrolle hat und dass nichts geschehen kann gegen die Kontrolle des Schöpfers, mache ich mir im Vergleich relativ wenig Sorgen. Das heißt, mein gedankliches Setting ist so, dass ich sage, ich muss nur wissen, wie der Schöpfer diejenigen beschreibt, die erfolgreich aus Prüfungen hervorgehen. Alles andere ist gar nicht mehr meine Angelegenheit, denn ich kann es gar nicht vorausberechnen. Und auch wenn ich es täte, es würde fast immer schief gehen. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, wo wir heute sind? Also, die Regel, die Allah subhanahu wa ta'ala allerdings beschreibt im ehrenwerten Koran, über die Erfolgreichen, ist eine generelle Regel. Sie ist nicht gebunden an irgendeine Katastrophe, sie ist nicht gebunden an irgendeinen Normalfall. Sie gilt immer. Entscheidend ist, wie kann man erfolgreich sein? Und zwar nicht nur auch, sondern insbesondere in einer Krise. Und dazu fand ich, dass die ersten Ayat der Surat al-Baqarah hier sehr viel Aufschluss geben, insbesondere wenn man sie zusätzlich uminterpretiert, also als einen zusätzlichen Sinn noch hinzunimmt, die Dinge, die man für die Krise hinzunehmen kann. Ich beginne also damit und möchte einige dieser Verse in Erinnerung rufen. Die ersten fünf insbesondere. All welche da sind. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fih. Hudan lil muttaqin. In ungefährer Übertragung. Dieses Buch, an oder in dem es keinen Zweifel gibt oder was fehlerlos ist, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Für die, die Taqwa haben. Das stellt erstmal eine Tatsache dar. Deswegen war zum Beispiel für mich in diesem Ramadan entscheidend, ich habe mich auf eine neue, ganz andere Weise mit dem ehrenwerten Koran auseinandergesetzt, und zwar ganz und gar. Das bedeutet, an vielen Tagen, geschätzt der Hälfte der Tage bisher, habe ich mich ausschließlich damit beschäftigt und alles andere beiseite geschoben. Und das tat ich auf unterschiedliche Weise. Speziell durch ein Lesen, was man Al-Qira'a At-Tadabburiyya im modernen Kontext oft nennt, also eine Rezitation, ein Lesen, was dazu abzielt, nach jeder Ayat tief über den Inhalt nachzudenken und Sinnabschnitte beachtet, das, was zusammengehört. Auch diese fünf Ayat, die ich heute vorstellen will, sind ein Sinnabschnitt, der in sich selbst geschlossen da steht. Dann heißt es weiter. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Die an das Verborgene glauben, die Iman zeigen bezüglich des Verborgenen. Das ist umso wichtiger. Wir stellen ja fest, dass sich aus der Welt des Verborgenen, je näher der jüngste Tag rückt, immer mehr Dinge offenkundig tun. Das gehört auch zum Wesentlichen. In der klassischen Definition ist Al-Ghaib alles das, was in der Welt des Unbekannten ist und das, was aus der Welt des Unbekannten durch Allahs Entscheidung herkommt,
bezieht sich auf Qadr und Qadar, bezieht sich auf den Koran, bezieht sich auch irgendwie auf den jüngsten Tag. In diesem Kontext aber, der jüngste Tag ist dadurch gekennzeichnet und auch die Zeichen des jüngsten Tages, dass immer mehr die Geheimnisse offengelegt werden und immer mehr Verborgenes offen zutage tritt. Das ist ein Charakteristikum auch aller großen Zeichen des jüngsten Tages. Was ist nun die Bedeutung des Iman-Zeigens? Man kann hier zwei Bedeutungen ansetzen und die sind in unserem Kontext sehr wichtig. Überzeugt zu sein, dass im Verborgenen alles Wesentliche begründet ist. Selbst wenn es scheinbar, nach dem, was wir um uns herum sehen, keine Chance mehr dazu geben sollte. Wenn man sagt, könnte das Leben irgendwie zu etwas Vernünftigem zurückkehren, ich sage, in der Welt des Verborgenen, ja. Wenn man fragte, muss das, was hier an Negativen in der Welt deutlich wird und immer schlimmer wird, so als ob die Unterdrückung keine Grenze mehr hat, muss das immer so weitergehen? Dann sage ich, nur bis zu einem gewissen Grade. Und dann fragt man, was macht dich sicher? Dann sage ich, weil auch aus der Welt des Verborgenen, im ehrenwerten Koran und auch in der authentischen Sunna einiges dazu gesagt ist, was uns deutlich macht, es gibt auch Umschwünge diesbezüglich, zeitbegrenzt, auf bestimmte Situationen begrenzt. Es ist keineswegs so, dass das ein Zug ohne Ende ist. Und am Ende entscheidet Allah, wie er das verzögert. Sozusagen, wenn wir betrachten, der Prophet Muhammad sallallahu hat ja deutlich gesagt, dass auch er schon eine Art Zeichen für das Heranrücken des jüngsten Tages ist. Und seitdem sind, wie Sie wissen, ja rund 15 Jahrhunderte vergangen. Von daher zu sagen, und das kommt morgen, halte ich für verfrüht. Es gibt immer Schübe. Auch jetzt, das, was wir erleben, nenne ich einen Schub. Nichtsdestoweniger bin ich sehr positiv eingestellt. Denn am Ende, noch einmal, genau wie am Anfang gesagt, ist doch entscheidend, was mache ich aus meinem Leben und werde ich ein erfolgreicher sein. Alles andere ist zweitrangig. Das muss man immer im Auge behalten. Jetzt beschreibt Allah Ta'ala die Dinge, die zu den Erfolgreichen zählen. Diejenigen, die Iman zeigen bezüglich der Welt des Verborgenen und die das Gebet aufrechterhalten, das Gebet verrichten, aber auch, das kann man auch so verstehen, aufrechterhalten. Yuqimus Salah kann auch bedeuten, regelmäßig das Gebet aufrechterhalten, dafür sorgen, dass das Gebet nicht untergeht, am Gebet festhalten. Und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Hier sehe ich insbesondere in den Krisen eine Pflicht, dass diejenigen, die etwas haben, und sei es auch noch so wenig, regelmäßig spenden. Ja, ich glaube, das ist eine notwendige Sache. Und zwar die Sadaqa, die freiwillig gegeben wird, und wenn es nur ein Euro ist, ist eine Reinigung für die Seele, denn man trennt sich freiwillig vom Besitz. Und zweitens, man möchte es jemandem zukommen lassen, der der Sache bedürftig ist. Das ist eine Sache, die Segenskraft hat, Baraka hat. Und wir brauchen in Krisenzeiten mehr Baraka als jemals zuvor. Nebenbei auch eine Erinnerung an die Zakatul Fitr, aber das werden Sie wahrscheinlich auch bedacht haben. Falls noch nicht abgeführt, muss das langsam sein. Dann heißt es, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Und diejenigen, die Iman zeigen bezüglich dessen, was herabgesandt wurde auf dich, gemeint auf den Propheten, das heißt der Koran, وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ und was herabgesandt wurde auf diejenigen vor dir oder was vor dir, vor deiner Zeit als Prophet herabgesandt wurde. Hier kann man davon ausgehen, es gibt eine generelle Auffassung, nämlich die Schriften, die Allah vorher herabgesandt hat, ob sie nun heute noch vorhanden sind oder nicht, beziehungsweise die Dinge, die auch koranisch angedeutet sind oder dem Koran nicht widersprechen und die in früheren Schriften vorhanden sind. Es gibt da unterschiedliche Meinungen. Für mich ist aber hier im Kontext wichtig, es gibt offensichtlich eine zeitliche Folge, die man auch die Kette der Propheten und die Kette der Herabsendungen nennt. Und das, was davon da ist oder auch was davon nicht da ist, in unserer diesseitigen Welt, muss ja innerlich bestätigt werden. Und dahinter steht eine Art der Sicherheit. Der Schöpfer hat die Menschheit niemals ohne Gesandtschaft und niemals ohne eine Herabsendung gelassen. Und auch wenn der Prophet, a.s. heute in
üblicher Form nicht mehr auf Erden wandelt, dann ist auch sein Beispiel lebendig und dann ist der Koran unverändert da. Und von daher, diese Reihe, die im Koran endet, zeugt davon, dass der Schöpfer kontinuierlich eine Rechtleitung für die Menschen wollte. Es ist nicht nachvollziehbar, wenn ich das jetzt so betrachte, dass ich sage, ich würde jetzt anfangen zu zweifeln, dass der Schöpfer Vernünftiges für diese Welt will. Der Schöpfer hat das bereits getan. Und zwar noch bevor Himmel und Erde erschaffen wurden. Da bin ich gar nicht so wichtig. Und der Schöpfer hat eine Wurzel gelegt, die ich erkennen kann, dass kontinuierlich die Menschheit eine Chance haben soll, rechtgeleitet zu sein. Unabhängig davon, ob das nun die Masse tut oder nicht. Und ich schließe jetzt zurück auf die Krise. Was immer ich für eine Auffassung habe, wie ich mich mit meiner Familie in der Krise verhalte, solange ich mich bemühe, nach Rechtleitung zu streben, werde ich Hilfe von Allah erwarten können. Denn das ist angekündigt. Das ist die logische Folge. Und das bedeutet, ich lasse mir keine Angst machen mit dem, was außerhalb von dem liegt. Vorsichtig sein sollte man. Worin Vorsicht liegt, ist wiederum eine Interpretationssache. Und deswegen, am Ende heißt es, wobil akhirati hum yuqinun, und die bezüglich des Jenseits ganz und gar gewiss sind. Am Ende sehen Sie, steht das Jenseits. Und alles, was wir hier haben, ist nichts als eine kurzzeitige Prüfung. Die kann positiv sein, die kann negativ sein. Die kann angenehm sein, die kann unangenehm sein. Wenn man über den Charakter des diesseitigen Lebens in diesem Kontext sich ganz klar macht, das diesseitige Leben ist nicht Ziel des Weges und das diesseitige Leben ist nicht Maß unseres Wissens, wie es im Dua heißt. Und deswegen, wenn ich das einmal so zusammenfasse, diese Krise ändert an diesen grundsätzlichen Voraussetzungen gar nichts. Jetzt merken Sie, worauf ich raus will. Es gibt Gründe, sicher zu sein, mag die Krise da sein oder nicht. Sie ist unangenehm. Ja, schon. Aber daraus ein Riesentheater zu machen und jetzt wird die ganze Welt zerstört und jetzt wird dieses alles gemacht, ich halte das nicht für richtig. Denn was am Ende passiert, und ich sehe die ersten Vorzeichen jetzt schon davon, dass sich die Kräfte, die in dieser Welt herrschen und vorherrschen, langsam neu einpendeln. Das wird nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Und das nächste. Ula'ika ala hudam min rabbihim wa ula'ika humul muflihun. Das ist der Schlusssatz dieses Sinnabschnittes. Und der ist das, was ich eigentlich hervorheben möchte. Wir haben vorhin von drei Aspekten gesprochen. Dies ist jetzt der Aspekt des Erfolges. Wenn wir sagen, hier wird in der fünften Aja der Surat al-Baqarah gesagt, dies sind diejenigen, die wörtlich nach einer Rechtleitung von ihrem Herrn verfahren oder die sich auf dem Weg der Rechtleitung von ihrem Herrn her befinden. Das ist die Zusammenfassung dessen, was vorher gesagt wurde. Und dann heißt es, und es sind diejenigen sind es, hum, ulaika hum, dies sind diejenigen, da wird betont, dies sind diejenigen, die tatsächlich erfolgreich sind. Al-Falah ist der Erfolg. Al-Muflih ist der Erfolgreiche. Das heißt, wenn man an diesen Dingen festhält, und das ist eine der Stellen, die man Al-Wa'd, die Ankündigung nennt, oder Al-Mi'ad, das Versprechen Allahs, es ist wenig versprochen, aber das ist ein Versprechen, dann bin ich erfolgreich. Ich bin also erfolgreich, wenn ich diese Dinge beachte. Mag eine Krise sein oder nicht. Aber natürlich, in jedem der Aspekte muss ich tiefer gehen als nur ganz formal. Ich lese ein bisschen den Koran, mache hinzu, habe kein bisschen darüber nachgedacht, es prägt mein Leben nicht. Ob das wirklich sinnvoll ist, im Sinne von Unsila Ilaika, das, was zu dir herabgesandt wurde. Oder ich mache mir keinen Gedanken über den Werdegang der Völker. Und wo stehen wir jetzt eigentlich? Wir sind ja auch verschiedene Völker heute. Es gibt Völker, die gingen uns voraus. Es gibt unzählige Staaten, die gingen uns voraus. Es ist ja nicht so, dass sich alles um uns in diesem Moment jetzt gliedern müsste, der ganze Kosmos sich um uns dreht, sondern wir sind Teil einer Geschichte, nur ein Puzzlestück. Und man muss das im Ganzen betrachten. Sehen Sie, zwei wichtige Punkte möchte ich Ihnen ans Herz legen zum Abschluss meines Inputs. Und zwar Nummer eins. Denken Sie daran. Die Regeln der Welt ändern sich nicht,
wegen dieser Krise. Weder in der Wirtschaft, noch in der Politik, noch in der Moral, noch in der Transzendenz, weder im Dien noch in Dunya. Das ist dadurch gar nicht berührt. Die Waagschalen sind etwas durcheinander gekommen, aber die Waage ist nur immer noch da. Und die Maßstäbe bestehen unverändert. Zweitens, die Regel, die Allah gesetzt hat, nicht nur an dieser, aber auch an dieser Stelle des ehrenwerten Korans, ist nicht auf einen Sonderfall bestimmt und nicht für eine besondere Gruppe von Menschen. Sie gilt ganz allgemein. Und damit gilt sie auch für mich und für Sie, diese Krise und außerhalb der Krise. Und wenn man das wirklich bedenkt, dann merkt man, im Wesentlichen hat sich da nichts getan. Und drittens, last not least, Hoffnung. Und das ist ein wichtiger Punkt. Hoffnung, Mut, Aufbruch. Jetzt erst recht. Egal, was da gejammert wird und egal, was mir versucht wird, eine Angst einzujagen, ich sage nein. Ich bin mir ganz sicher, dass wenn ich diesen Ramadan richtig verwendet habe, und das war ein Segen, dass das zumindest jetzt auch kam, dass man die Möglichkeit hatte, das Dua zu machen. Und was immer von irgendwelchen Seiten an mich oder an andere, an Sie herangetragen wird, die Maßstäbe bleiben und müssen bleiben. Und wenn man uns sagt, alle eure Maßstäbe müssen sich ändern und all eure Ibadat, eure gottesdienstlichen Handlungen müsst ihr aussetzen oder verändern, und all eure Voraussetzungen bezüglich des Korans oder bezüglich eures Muslimseins müsst ihr über Bord schmeißen, dann muss jeder sich entscheiden, wo er steht. Und das ist auch schon angekündigt. Jeden Tag, heißt es in einem berühmten Hadith, wird der Muslim hinausgehen und wird sich verkaufen. Und mancher kehrt als Mu'min zurück und mancher kehrt als Kafir zurück. Und dieses Spiel wird so lange gehen, bis das erste der großen Zeichen erscheint. Dann ist das Tor der Reue geschlossen. Noch ist das große Zeichen, das erste große, nicht aufgetreten. Aber die Zeichen werfen einen Schatten voraus. Und deswegen ist es sinnvoll, sich innerlich vorzubereiten. Und ich habe mir oft überlegt, die letzten Tage, wie besteht denn eigentlich die Vorbereitung auf die Endzeit? Egal, wann sie nun genau kommt. Die Endzeit im engeren Sinne. Und wenn man darüber nachdenkt, ist diese Krise nicht wesentlich. Die Vorbereitung ist, dass man sich sagt, worauf kann ich mich selber verlassen? Ich werde meinen Dien niemals jemand anderem anvertrauen. Ich werde die Frage, ob etwas stimmt oder nicht, nur im äußersten Notfalle jemandem anvertrauen und selber nach Wissen und Erkenntnis streben. Ich begnüge mich nicht mit den mageren Erkenntnissen, die vorher gewesen sind, sondern ich bemühe mich selbst um Erkenntnis, um Rechtleitung, um innere Befriedigung, um innerliches Erfülltsein. Und das ist wichtig. Ich muss doch wirklich beteiligt sein. Denn am Ende stehe ich selber einzeln vor dem Thron Allahs. So steht es im Koran geschrieben. Ein jeder muss zum Thron des Schöpfers am jüngsten Tag fardan, alleine kommen. Da kann ich nicht sagen, und der hat aber, und die hat aber, und weil der gemacht hat, hat ich aber. Das wird irgendwann nichts mehr nützen. Damit gesagt werden, da hast du einen Entschuldigungsgrund, da hast du einen Entschuldigungs, da hast du einen Entschuldigungsgrund und am Ende bleibst du doch übrig. Und dann heißt es so, jetzt haben wir alle die Dinge, die du abwälzen könntest, abgerechnet und es bleibt immer noch etwas übrig. Was hast du da getan? Und sehen Sie, das ist gut, dass man sich klar macht, worauf kann ich mich berufen? Was kann ich in die Waagschale legen? Und in diesem Sinne, daran hat sich nichts geändert. Das war vor 30 Jahren genauso wie heute. Das Einzige, was diese Krise mit uns macht, sie schafft uns erhebliche Einschränkungen und Unannehmlichkeiten in der Art, wie wir auf Erden umhergehen oder wie wir uns auf Erden begegnen. Da in dieser Hinsicht bitte ich Sie sehr aufzupassen, denn es gibt drei Gefahren, die uns hier drohen und die wir durch Leichtsinnigkeit aufs Spiel setzen. Das erste ist, die verfassungsmäßigen Rechte, die wir haben, dürfen wir nicht leichtfertig aufgeben. Und ich fürchte, man wird insbesondere auf der muslimischen Karte spielen. Alle müssen verzichten. Ihr müsst eben darauf auch verzichten. Und es gibt Dinge, die mit der Religionsausübung, mit der Religionsfreiheit zu tun haben, die nicht aufzugeben sind. Es sind Verhandlungen da, ich weiß das. Ich weiß, es gibt gesundheitliche Einschränkungen, ich weiß das. Aber viele gesundheitliche Dinge müssen zumindest diskutierbar sein. Das ist nicht wie ein Glaubenssatz in Stein gegossen.
Das muss Diskussionsbedarf geben. Nummer zwei, die grundsätzliche Verfügbarkeit des Weges auf der Erde muss da sein. Wir dürfen nicht zu Gefangenen werden. Von keiner Seite aus. Jetzt können Sie sagen, das ist zum Teil schon immer gewesen. Dann sage ich ja, zum Teil schon, aber nicht weltweit und nicht in dieser Art und Weise. Ich bin mit diesem Zustand auf Dauer nicht einverstanden und sicherlich nicht nur ich alleine. Hier muss man aufpassen und schauen, welche Tore sich auftun können. Und Nummer drei, und das ist sehr wichtig, wo immer Sie sind, wo immer wir alle sind, die Grundfrage, wie man erfolgreich sein kann im Diesseits und im Jenseits, bleibt immer dieselbe. Ich bin an dem Ort, wo ich bin, gefordert in all meinem moralischen Sein, in all meiner Verantwortlichkeit gegenüber Allah und der Welt. Und es spielt keine Rolle, ob in Krise oder nicht. Ich bin immer noch der Mensch und bin verantwortlich. Meine Seele wird davon nicht frei. Und deswegen, wenn man sich grundsätzlich konzentriert auf die Dinge, die man einhalten muss, damit man die Verantwortung übernehmen kann, wie der Koran sagt, die Amana, das anvertraute Gut des Lebens und der Dinge, wirklich anvertrauterweise wahrnehmen kann, diese Regeln gelten in Krise und in Nicht-Krise. Und immer, jetzt kommen wir zur Waagschale, zum Abschluss, immer wenn die Waagschale so aussieht, das ist in der Krise, das ist nicht in der Krise. Und es ist gleich. Und alle wesentlichen Sachen sind gleich. Dann stellen Sie fest, machen Sie sich nicht sehr um die Krise Gedanken. Machen Sie sich um die Waagschale der Abwägung unserer Handlungen und unserer Verantwortlichkeit Gedanken. Das ist viel entscheidender. Allahumma ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Dhal Jalali wal Ikram. Gewähre uns das Paradies, o Herr Gott. Lass uns das Beste nehmen aus diesem Monat Ramadan. Nimm unsere Duas an und vergib uns die Sünden, die wir getan haben. Lass uns Erkenntnis gewinnen und uns mit Einsichtskraft, mit Basira in der Welt bewegen. Lass uns nicht zu den Leuten gehören, denen etwas für dumm verkauft wird. Und lass uns zu denen gehören, die verstehen, den Fahimin. Lass uns denen gehören, die ganz und gar sicher sind bezüglich des Jenseits, der Muqinun. Lass uns zu denen gehören, die nach dem Besten in dieser und in jener Welt streben und die von dir Al-Husna wa Ziyada, das Beste und noch mehr davon erwarten dürfen mit deiner Barmherzigkeit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.